Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sind jetzt wieder in der normalen Story unterwegs. Ich habe schon die Mission gemacht und unten warten jetzt die drei von Team Charme auf uns. Gucken wir uns das mal an. Ja. Was ist passiert? Warum versammeln sich alle hier? Oh, wow, es ist unglaublich. Wir haben es. Die haben es drauf, Donnerwetter. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit Lisa gesprochen habe. Wow, kann ich bitte Autogramme von euch haben? Bitte! Hey, Plauderguy, wer sind diese Pokémon? Da seid ihr aber wieder mal richtig ins Fettäpfel getreten. Dieses entzückende Trio ist Team Charme, die super berühmten Schatzjäger. Sie haben den Meisterrang erlangt, der nur Teams mit außergewöhnlichen Verdiensten verliehen wird. Als Experten der Schatzsuche haben sie unzählige Schätze entdeckt. Außerdem finden sie nicht einfach nur Schätze, oh nein. Stark, clever, schön. Es ist der Stil, mit dem sie ihre Schätze finden, der sie zu Berühmtheiten macht. In ihrer Mitte steht Schlappohr, sie ist das reizende Pokémon mit den langen Ohren. Neben ihr steht in ihrer stillen Eleganz Gardevoir. Ah, sie ist wunderschön. Und dann ist da noch Meditalis. Sie schwebt und bewegt sich wie eine Tänzerin. Unwiderstehlich cool. Eines muss man jedoch fragen. Warum kommen die Schönheiten von dem Charme hierher zu Besuch? Ugh, ist das schlimm. Plaudergeist, schlimme Stimme, ey. Hallo ihr. Oh, Knuddeluff, Liebling. Es ist so lange her, Süßer. Knuddeluff ist doch ein Kerl. Okay. Oh, Knuddeluff, du hast dich kein Stückchen verändert. Du, ein Gildenmeister. Das stellt sich mal einer vor. Unglaublich. Es ist lange her, Knuddeluff. Yep, lange nicht gesehen. Ist es euch gut ergangen? Nö, lange nicht. Du meinst... Gildenmeister, kennst du Team Charme etwa schon? Oh, Knuddeluff. War ein echter Draufgänger damals. Wie bist du denn heutzutage so? Damals war Knuddeluff eine echte Marke. Niemand konnte ihn besiegen. Er war wirklich cool. Hahaha. Gildenmeister, kennst du die Hübschen von Team Charme etwa? Nun, sie sind meine Freunde. Gute alte Freunde. Das stimmt. Wir waren Partner von Knuddeluff bei Erkundungen. Aber alle Gildenmeister und Team Charme. Was führt euch denn hierher? Du bist ein cleveres Kerlchen. Wir können kommen in einer wichtigen Angelegenheit. Erinnerst du dich, als wir vor langer Zeit auf einer Erkundung waren und einen seltsamen Schlüssel gefunden haben? Zu der Zeit wussten wir aber nicht, wozu dieser Schlüssel passt. Aber wir haben es nun endlich herausgefunden. Wir entdeckten einen Ort namens Argishöhle. Der Schlüssel passt perfekt in das Schlüsselloch an ihrem Eingang. Das war noch nicht alles. Es heißt, die Höhle beherberge einen reichhaltigen Vorrat an Schätzen. Einen reichhaltigen Vorrat an Schätzen? Oh. Du Knuddeluff, Liebling. Diesen Schlüssel, den wir gefunden haben, den hast du doch noch, oder? Schlüssel? Was für ein Schlüssel denn? Ich kann mich nicht dran erinnern. Haha. Hey, wir haben eine Menge durchgemacht, um an diesen Schlüssel zu gelangen. Heißt das, du hast ihn verloren? Das ist mal wieder typisch Knuddeluff. Manche Dinge ändern sich eben nie. Schlappohr, Zeit für unser Geschenk. Ach, schon verstanden, Gardevoir. Bitte schön, Knuddeluff. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Du magst die, das magst du doch am liebsten, einen perfekten Apfel. Wow, ein perfekter Apfel. Na, erst für mich? Juhu, danke sehr. So, wegen des Schlüssels. Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Dieser Schlüssel in der Form eines Inkognito. Ich seh mal nach ihm. Luffy! Jo! Bitte sehr! Gönn dir, Alter. Genau, Liebling, das ist der Schlüssel. Er öffnet den Weg zur Argishöhle. Dankeschön, Knuddeluff. Sag mal, warum kommst du nicht mit? Es wäre wie in alten Zeiten. Juhu, ein perfekter Apfel, dankeschön. Sein Herz. Du hast dich wirklich nicht verändert. Wir gehen jetzt, Süßer. Bis dann, Knuddeluff. Verzeihung bitte. Ja? Dürfen wir mit euch dann auf Erkundung gehen?
Ich auch! Und ich? Oh, wei, ich möchte auch mit. Und du, Doki? Du möchtest den neuen Dungeon doch auch erkunden, oder? Klar. Ja, das ist die richtige Antwort. Dürfen wir uns euch bitte anschließen? Bitte, lasst uns mit euch auf Erkundung gehen. Bitte! Jeder hier ist so engagiert. Ihr seid alle so liebenswert. Natürlich dürft ihr. Juhu, dankeschön. Okay, ihr Süßen, wir gehen vor und öffnen die Tür. Ihr könnt dann nach uns hineingehen. Die Höhle liegt südöstlich von hier. Alles klar. Cool. Klasse, Doki. Machen wir uns schnell fertig, damit wir an der Erkundung teilnehmen können. Jao. Du kannst jetzt zur Argushöhle gehen. Was mir gerade einfällt, Belebersamen, Leute. Können wir doch ganz einfach farmen, indem wir bei Krakelo die Fußabdrücke da machen, oder? Eieiei. Ja, ich glaube schon. Hui. Oh, voll gegen das Mikrofon geflogen. Mit dem Kopf, ey. Eieiei. Ah. Gesundheit, Maxi. Danke, Maxi. Nett von dir. Ja, ich weiß. Hi. Eieiei, das war echt. Ich wollte 1170 mitnehmen. Dann haben wir nämlich 2600, oder? 1600 meine ich. Ja, perfekt. Dann können wir uns nämlich, falls es welche gibt, zwei Belebersamen kaufen. Und ja. Oder ein paar Gummis, weiß ich nicht. Zur Not haben wir dann Geld für den Dungeon, falls wir da was finden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es gibt hier nichts super Tolles. Vielleicht gibt es da drüben was. Ich guck mal nach. Och, komm schon. Boah. Ja, das Niesen hat mich gerade voll aus dem Konzept gebracht, ey. Huiuiui. Huiuiuiuiuiui. Och. Super, lagern. Okay, wir können mich noch ein bisschen was lagern. Ich habe nämlich noch nicht alles gelagert. Das. Fliehhaupt nehmen wir mit. Oh, wir können nichts mehr lagern. Ja, GG. Ich glaube, wir müssten mal wieder unser Lager aus. Ja, dann machen wir das schnell. Zinkband. Ich will nur zwei von jeder Sorte haben. Stock und Georgbrock brauchen wir nicht. So viele. Alter, so viele Äpfel. Heilige Scheiße, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Äpfelseiten. Alter Vater. Ich glaube, wir können mal ein paar Äpfel verkaufen. Marombeere setze ich eh nicht ein. Die ganzen Samen. Was soll ich denn mit den ganzen Samen? Ich behalte mal jeweils einen. Damit wir, falls wir einen brauchen für eine Mission oder so, einen haben. Nehmen. Ja. Lagern. Jetzt lagern wir nämlich den Rest der Items. Alle unsere Items einmal lagern. Kleinkiesel können wir ja schon mal verkaufen. Drei Äpfel lagern wir auch wieder. Das will ich auch alles lagern, genau. Kleinkiesel können wir behalten, das verkaufen wir eh. Explosivsamen verkaufen wir, glaube ich, auch. Ach, ich lagere es mal eben. So, lagern. Ja. Dann nehmen. Okay, hier waren wir. Heilsamen mitnehmen, genau. Zack, Explosivsamen. Reinsamen. Okay, davon brauchen wir. Samen brauchen wir nicht. Schlafsamen, Schwundsamen, haben wir drüben noch welche? Ja, einen haben wir noch. Sichtsamen, Taubsamen. Oh, und unser Inventar ist voll. Heieieieieiei. Alles verkaufen. 1254 ist nicht viel, aber ist schon mal okay. Das Ganze kommt ja gleich noch. Das Ganze heftige. Zack. Hier waren wir Reinsamen, Schwundsamen. Warbsamen. Den noch. Okay, Top-Elixiere. Behalten wir mal alle, genau. Dann hiervon. Alles, was wir doppelt haben oder so, können wir verkaufen. Okay, und alle Attacken, die ich eh nicht einsetzen werde, die ich eh nicht benutzen werde, können wir auch verkaufen. Also sowas wie Brüller hier zum Beispiel. Oder
Reflektor oder Schwerttanz. Den ganzen Orbs behalte ich jeweils einen von. Appello behalte ich ganz. Eilorb, Starorb. Wie viele Flieh-Orbs haben wir? Dann kann ich davon 3 verkaufen. Fluchtorb, Köderorb, Konterorb, Lähmorb. Meliorie-Orb behalte ich auch mal komplett. Mobilorb behalte ich auch. Modi-Orb, achso, das ist nur einer, okay. Radar-Orb. Scanner-Orb. Schlaforb. Eieiei, haben wir viel, ey. Seher-Orb, Sog-Orb. Steril. Oh Gott, okay. Eieiei. Vielleicht sollte ich mal Missionen machen offscreen, wenn wir halt eh von der Story weiterkommen müssen. Die irgendwie unser Lager vergrößern, die uns mehr Punkte geben, damit wir einen Rang aufsteigen und unser Lager dadurch vergrößern können. Das wäre recht praktisch, würde ich mal meinen. Eieiei, wo sind wir denn hier? Sterilorb haben wir, genau. Ups. Stürmeorb, aha, Wandelorb, Warporbs, Wechselorbs, Wirbelorb, Wuchtorb, okay. Haben wir nur einen von. Haben wir irgendwas doppelt oder so? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das gibt es gar nicht doppelt irgendwie. Nee, ich glaube nicht. Aber die ganzen Boxen, ach komm, ey. Was soll ich damit? Eigentlich brauche ich das alles hier nicht. Alles, was irgendwie nicht für unsere Charakter irgendwie sind. Warte mal. Alles, was nicht für unser Charakter ist. Shelterra-spezifisches Item zum Beispiel, das können wir behalten. Oder Lucario-spezifisches Item können wir auch behalten. Das ist auch kein Ding. Können wir machen. Warte, haben wir nicht. Nee, das habe ich schon weggeschmissen. Okay. Oder ein Libeldra-spezifisches Item können wir zum Beispiel auch behalten. Jetzt will ich noch mein Item mitnehmen. Genau, stimmt. Nehmen. Eieiei. Mann, haben wir viel geschafft in diesem Part. Ohne Witz. Das kann ich nochmal verkaufen, genau. Kraftband will ich mitnehmen. Zinkband, Spezialverteidigung, Angriff und Spezialangriff. Beschleunigte Heilung. Ich glaube, ich nehme die beiden Sachen mit. Genau, Eisendorn, 3 Äpfel. Eine Pösifbeere, 3 Sinelbeeren, alle Belebersamen und 3 Top-Elixiere. Und das war's. Dann kann ich die Toto-Dings da auch nochmal verkaufen. Verkaufen, yo. Supergeil. Kraftband Doki. Was? Angriff, Spezialangriff. Eher für Haru gut, würde ich jetzt mal meinen. Keine Ahnung. Aber der Spezialangriff ist eigentlich eher für uns gut, ne? Nehmen. Geben, Doki. Und Angriff. Angriff und Spezialangriff ist eher für Haru, würde ich jetzt mal meinen. Und Angriff. Ja, für Dragon. Irgendwie so, keine Ahnung. Wird schon passen. So, wie viel Geld haben wir? 11.000, oi. Lagern, dann können wir erstmal. Okay, ich wollte eigentlich nicht. Okay. Nehmen wir mal. Nein! Oh, was ist denn mit mir? Nehmen, danke. So, zack. Nehmen wir mal. Ja, komm, 1.600 nehmen wir mit. Ups. Zack. So, haben wir Geld für Belebersamen, die wir Dungeons finden oder so. Und dann ist alles gut. Und jetzt können wir endlich in den Dungeon gehen, Leute. Obwohl ich auch nicht mehr weiß, ob wir das noch schaffen. Am Ende halt den Part zwischendurch, einfach mitten im Dungeon. Muss halt sein. Ich will jetzt nicht 6 Minuten früher den Part beenden. Oh. Und da sind wir. Das hier ist die Argeshöhle. Hinter diesem Punkt liegt ein unbekanntes Territorium. Niemand hat es je betreten. Stellt euch vor, was für Geheimnisse uns darin erwarten. Oh, ist das nicht aufregend, ihr Lieben? Hey, das Ding sieht irgendwie richtig wichtig aus.
Oh ja, wo ja? Oh, hier sind so merkwürdige geformte Rillen eingemeißelt, Menschenskind. Es muss ein Trick hierbei geben. Da bin ich sicher. Es muss so sein. Ich löse dieses Geheimnis jetzt. Passt nur auf. Oh ja, wir haben schon alle anderen gefragt. Aber wie heißt euer Team nochmal? Ah, ihr seid Team Purkepakt. Das ist ein echt guter Name. Wir sollten uns auf den Weg machen, denke ich. Sehen wir mal, wer den großen Schatz oder die Schätze hier herausholen kann. Natürlich wären wir sehr enttäuscht von uns selbst, wenn wir nicht die Ersten wären. Aber wünschen wir uns gegenseitig Glück. Okay, ihr Süßen, wir sind weg. Alles klar. Ja, ich werde den Schatz zuerst finden. Oh ja, oh ja. Aber wir müssen eine Schippe drauflegen, Menschenskind. Hey. Hingefallen. Alles klar. Jetzt noch von Gabriel drauf. Oh. Nein, warte mal. So. Stehe ich? Nee. I. Das ist, glaube ich, ein E. Was ist das in der Mitte für ein Buchstabe? Ich weiß es nicht mehr. Eis! Eis! Da steht Eis! Ja, suchst du durch, Lars, schließe deine Augen und reiche deine Berechtigung ein. Ja. Folgt den Anweisungen. Nichts geschieht. Wow. Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich einen Gegenstand. Okay, jetzt beende ich doch den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.